Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es genannt habe, wie habe ich es denn genannt, Moment, wie habe ich denn das genannt, das ist natürlich, guter Anfang, so machen wir das immer am besten, das Nerdtum der Kindheit, Teil 3. Wir haben heute den Montag, den 15. April, und wir haben 21.30 Uhr und die Kameraqualität ist wieder besser. Yay! Gut, ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal lustig an. Hier, tada! Na? Cat Attack. Mein drittes Büchlein, das ich kreiert habe. Lasst uns das doch einfach mal gemeinsam anschauen. Ich weiß selber nicht mehr, was ich da alles drin verborgen, beziehungsweise was ich da drin reingezaubert habe. Schauen wir einfach mal. So, okay. Mach auf die Tür mach weit. Oh, da geht's gleich los. Schauen wir mal, was haben wir hier denn erstmal stehen? Viruse haben wir hier stehen. Viren. Oh, ich habe mich selber verbessert. Genial. Was steht hier? Moment, erst gucken. Da habe ich stehen. Montag, 20. Januar Rallye. Kennt ihr das, wenn man gerade nichts zur Hand hat und dann einfach in Bücher oder sonst was reinschreibt, nur um sich was zu merken? Ja, sowas war das, glaube ich. Das finde ich cool hier. A, B, C, D, was? Ich wollte noch, glaube ich, noch mal gucken, ob ich das Alphabet noch konnte, weil ich das nicht richtig geschrieben habe. Nee, ich habe keine Ahnung. What? Ach so, das sollen... ich verstehe es. Ein Blick auf das erste Monster verrät uns das nämlich. Das ist nämlich so rum, nämlich Virus... entweder so rum oder Virus O. Das heißt, es gibt Alphabet-Viren sozusagen. Also Viren nach Alphabet benannt, sozusagen. Sehr, sehr cool. Merkwürdiges Viech. Aber Augen habe ich schon damals gern gezeichnet. So, ich mochte das irgendwie. Und hier, na, wem kommt's bekannt vor? Wem kommt's bekannt? Ja, vielleicht bin ich ja Mitglied der Illuminaten. Wer weiß es. Gut, was haben wir hier denn? Den Virus T, den habe ich vorher Header genannt. Ich glaube, ich habe die erst benannt und dann Ich habe es einfach verworfen, die Idee, und habe dann mein neues Konzept war dann diese Viren. Das ist Virus T, sieht man doch, ne? Ich muss sagen, der sieht eigentlich ziemlich cool aus, muss ich sagen. Auch so von der Farbgestaltung her. Ich finde, der ist witzig. Der sieht auch sympathisch aus, oder? Ja. Was haben wir hier? Oh, Virus S für Salat oder was? Nee, das soll wahrscheinlich einfach nur so Glibber sein. Das soll auch nicht aussehen wie Hände und Füße. Ich glaube, das ist halt einfach nur so eine Klipper, so tentakelmäßig so. Und die Augen, die fliegen dann da drin rum. Ja, ich hatte schon eine ziemlich kranke, krasse Idee, Fantasie. Virus R, auch genannt Fireball. Ja, das sieht aus wie so ein sagt man es doch. Hier, Pasta-Ball irgendwie so. Und das sollen Augen sein, falls ihr das nicht erkennt. Natürlich sind es Augen, keine spitzen Nippel auf den Stirnlappen. Egal. Sun Coral oder so. Sun Coral. Ja, genau. Ist das ein Haar? Nein. Ja, sieht ziemlich unspektakulär aus, wie ich finde. Was haben wir denn hier? Virus X. Sieht aus wie ein böser Wolfkatze. Irgendwie so. Okay. Virus Z sieht mal wirklich aus wie ein Virus. Oder, ja, ein stylischer Virus halt. Okay. Was haben wir hier? Virus W. Das ist auch sowas Ekliges. Woher kannte ich das eigentlich? Bestimmt aus dem Fernsehen, wenn sie immer so Respekt, cooles Video. Heute vergesse ich, glaube ich, jedes einzelne Wort, was ich sagen möchte. Wie heißen die Dinger? Nicht Teleskop, Mikroskop, danke. Inneres Gehirn. Virus W, cool. Ja, das kann einiges. Das
Sieht sogar recht cool aus, wie ich finde. Und irgendwie ein bisschen eklig. Irgendwie ein bisschen eklig. Das finde ich halt übel Style, finde ich. Das ist Virus V. Ist auch, sieht ein bisschen aus wie ein V. Da muss ich sagen, dass ich da bin ich farbtechnisch ja ganz gut geworden, wie ich finde. Das hat richtig Stil. Ja, das gefällt mir. Das muss ich sagen, früheres Ich gut gemacht. Oh, was ist denn das? Und dann kommt das Moff-Monster ohne Freunde und okay, was bist du? Okay, also es ist nicht umsonst. Hat es ein Kreuz durch und wurde nicht angemalt. Ich fand es damals hässlich und finde es heute noch hässlich. Gut, haben wir das geklärt. Was haben wir hier? Schlemm. Also anstatt Schleim, Schlemm. Ne? Der hat irgendwie süßes Gesicht. Falls es ein Gesicht sein soll. Oh mein Gott. Oktun. Oktun. Cool, Oktun. Ein Oktopus. Raken mit einem Auge und Klauen an den Fingern. An den. Ich habe keine Ahnung. Blasher. Blasher. Sieht ein bisschen aus, als wie der will gerade den Oktun fressen. So. Cool. Da habe ich so ein Gegner-Trio gemacht. Ne? Und hier kommt ein Birdie. 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 Ja, das ist ein, soll ein Vogel sein. Sieht man doch. Der hat Federn. Da. Und ein Schnabel. Kann nur Vogel sein. Dann haben wir Hom. Hom oder Ham. Ich glaube aber Hom. Hom ist so ein übelst stylischer Hai. So sieht es zumindest aus. So mit so einer, wie so eine Art Brille. Ich muss gestehen, ich habe ein paar ganz witzige Viecher hier eigentlich gemalt. Und dann mache ich sowas. Wobei das hat auch irgendwie, ich weiß nicht. Das ist Metal. Oh Gott, Entschuldigung. Nicht Metal. Das ist nicht Metal für nichts, sondern Metall für Phoenix. Das ist Metall Phoenix. Erkennt man doch, oder? Ne. Mit Metal Phoenix soll das eigentlich wahrscheinlich heißen. Also ein Phönix aus Metall. Das ist sehr praktisch. Aus der Phönix aus der Metallglibberbrühe sozusagen, nicht der Phönix aus der Asche. Das ist falsch. Dann haben wir Dämon Floor. Warum? Dämon ist mir klar, aber Floor? Warum Floor? Nicht wegen Flower, oder? Oh Mann, Dämonenpflanze soll das wahrscheinlich heißen. Floor. Du bist mir auch so ein Floor. Sie könnte ein Auge sein, aber ich glaube, das sollte eher so ein Mund sein. Ich glaube, das ist witzig. Kennt ihr diesen Morbol? Das ist so ein Gegner aus Final Fantasy, der immer wieder auftaucht. Das sieht echt aus wie ein Morbol, nur auf Crack und auf Speed und auf sämtliche Drogen, die es gibt auf dieser Welt. Auf Pilze, genau. Das ist ein Morbol auf Pilzen. Okay. Gut, was haben wir hier noch? Tamtadam. Das ist Gloom. Boah, jetzt wird es ein bisschen einfallslos. Aber die Zähne sind schon wieder. Ich habe immer wieder versucht, was anderes zu machen. Irgendwie. Dann haben wir hier den Dondras. Dondras ist ein riesiger Drachenkopf auf einer Wolke. Es könnte jetzt irgendwie fast schon so aus so ein japanisches Sagenmonster sein oder so ein asiatisches, so ein indisches oder was auch immer. Einfach so ein riesiger Drachenkopf auf einer Wolke, wo dann so rumfliegt. So. Oh Mann, ey. Ich habe schon die Ideen gehabt. Hier haben wir. Ja, genau. Wir haben ja die Evolutionsgeschichte. Kettos kennt ihr ja schon, dieses böse Katzenviech. Hier haben wir die Evolution von Kettos. Also, ich glaube, da haben wir in der Schule gerade Evolution durchgenommen. Hier haben wir. Das ist Kettos als Bakterium, sage ich mal. Als Einzeller. Ist das ein Einzeller? Ich glaube, es ist ein Einzeller. Ja, es ist ein Einzeller. Dann wird es zu so einem komischen Krabbelviech. Dann wird es zu einem Fisch. Da kennt man immer, weil es schwarz und rot ist, ne? Dann wird es zu einer Schlange. Das wird dann, Moment, wo ist der Worship-Pfeil? Pfeil geht runter.
Das wird dann natürlich zu einem T-Rex. Ja. Mit sehr unvorteilhaften Zähnen, wie ich finde. Damit, naja, kann man eine Tür aufmachen mit dem Zahn, aber nicht essen. Und, nee, halt, stopp. Nee, der wird erst zu so einem, genau so einem typischen Fisch, genau. Was? Der war doch schon ein Fisch. Fisch wird zur Schlange und wieder zu Fisch mit Beinen. Alles klar. Dann wird der kleine, unscheinbare Fisch wird dann zu einem gigantischen T-Rex. Der wird dann zu einem Vogel. Okay. T-Rex wird zu Vogel. Ja. Gut aufgepasst. Ich glaube, ich habe eher gemalt als Schatz aufgepasst. Und dann wieder zu Kettos. Ne? Weil das ja klar ist. So, hier haben wir die. Oh, Moment, das die Entwicklung des Ketti. Von Ketti. Des Ketti. Ja, gut, egal. Hier haben wir wieder Ketti als Einzeller. Dann so ein Viech, ne? Sieht nicht so bösartig aus und so. Und Kuckuck, lieber Fisch. Der aber witzigerweise nicht pink ist, sondern blau, weil es ja ein Fisch ist. Logik. Dann wird es zum. Ja, pinken Schlangenviech wieder. Und das wird dann zu so einem blauen. Warum? Fischviech, so wie hier auch, ne? Bloß nicht so böse, sondern eher lieb. Dann wird es zu so einem Dino. Also ich habe quasi gerade das Gegenteil erschaffen. Erinnert mich gerade auch ein bisschen an Sonic und Shadow irgendwie. Wobei ich die nicht kannte zu der Zeit, muss ich sagen. Ich kannte die erst mit, Gott, mit 20 oder so, habe ich erst. Gewusst, also gesehen, dass es auch ein Shadow gibt und so, also das kann ich vorher gar nicht. So, dann geht's hier runter. Dann wird das Viech auf einmal orange, weil ich habe keine Ahnung. Und dann wird's zu Caddy, wird's wieder pink. Alles klar.